Sie stürmen seine Wohnung. Sie stürmen seine Wohnung mit 100 Mann. Sie rücken mit hungrigen Hunden an. Der Grund für den Einsatz bleibt unbekannt. Es geht um Drogen, so munkelt man. Die Axt in der Tür klopft nicht an. Die Beamten wenden eine neue Taktik an. Mit Quarzsand, Handschuhen und Schlagstöcken. Mit Starkstromstößen und Kabelfesseln. Sie treten aus Laken mit Lederstiefeln. Er kann sich nicht bewegen, es regnet Hiebe. Der Boden aus Holzdielen färbt sich rot. Der Darm entleert sich und es riecht nach Tod. Aus Angst vor dem Tod hat er achtfach Kraft. Der Kommandeur hält inne, er hat nachgedacht. Hat einer von euch die Hausnummer gesehen? Ach, hier ist die 12, wir sollten in die 10. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das Gebäude ist umstellt. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Runter, Junge, runter! Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das Gebäude ist umstellt. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Rüdiger erwacht im Chaos der Razzia. Er sucht sein Spray, denn er leidet an Asthma. Mit heiserer Stimme ruft er den Notruf. Keiner will ihm glauben, man vermutet Betrug. Die Frau von der Feuerwehr lädt einfach auf. Unter starken Schmerzen richtet er sich auf. Mit Scherben im Rücken ist nicht gut liegen. Rüdiger rennt, um die Bahn zu kriegen. Kein Arzt dieser Stadt glaubt die Geschichte. Und Rüdiger verblutet im Gebüsch unter einer Fichte. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das Gebäude ist umstellt. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Runter, Junge, runter! Die Polizei.